Hallo, willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Princess Peach Toadtime. Wir hatten uns im letzten Part schon erfolgreich hierum gekümmert, nämlich um das Dornschloss und haben das dann sehr viel eingesammelt, was sehr gut ist und was als nächstes bevorstehen wird, wird die Ninja-Küste sein. Weg des Wassers. Und da schauen wir jetzt mal rein und damit herzlich willkommen im neuen Part. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr freut euch auf den neuen Part. Sorry, dass die Woche erstmal nicht kam. Ich hatte leider ein paar Capture-Card-Probleme mit meiner Capture-Card. Da müsste ich was austauschen. Deswegen ging leider eine Woche lang nichts. Es tut mir sehr leid. Aber jetzt ist meine Capture-Card wieder repariert und ich kann endlich wieder Gameplay-Aufnahmen neu machen. Es tut einem tollen Game, was sehr viel Spaß macht. So, das sehe ich gerade. Das zweite Kamera, die ich für mobile Einsätze habe, die sehr, sehr wild ist. Muss ich mich auf die Seite tun. Denn die war gerade mies im Weg. So, ich muss erstmal schauen, wie die Steuerung wieder ging. Wie man irgendwelche Gegner vernichtet hat. Ich weiß es nicht. So, was wollen die hier? Der Weg zum Haus des Ältesten ist blockiert. Es gab doch noch einen Geheimweg. Jetzt muss man den zuerst finden. Ich glaube, dass die Bäume damit irgendwas zu tun haben. Haha! Sehr schön. Yes, da haben wir den Geheimweg gefunden. Ja, das Dorf braucht deine Hilfe. Okay. Dann schauen wir doch mal, dass mit der Hilfe klappt. Und gehen einfach mal an den Geheimweg rein. Gut, dieser Weg führt zu einem Haus, okay. Jack alleine wird hier nicht ausreißen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wieso bin ich auf einmal dort gelandet? Da kommt immer da hinten raus. Heißt, er muss das ganz strategisch machen. Während er nicht leuchtet. Wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen Power bringen hier. Sehr gut. Etwas findet auch der Block. So soll es sein. Und oh, ja, wir gehen einfach mal rein. Dann schauen wir einfach mal, wo wir rauskommen. Hier muss man einfach aufpassen. Ein bisschen wie bei Luigi's Mansion mit den Geistern. Finde ich sehr witzig. Boah, das ist so eine hart cool gemacht, wo es jetzt hier alles umdreht. Sind jetzt gut oder böse? Nein, die sind gut. Sehr gut. Da gibt es ein Versteck. Ja, schön. Ich mag das gerne. Bis jetzt macht es erst Spaß. So, aber ich glaube, weiter geht es auf der anderen Seite, oder? Das haben wir doch mal. Geht ja immer von links nach rechts, ne? Das bringt wirklich, finde ich, frissen Wind rein. Das ist ein cooles Game bis jetzt. Auch wenn es noch ziemlich ätzend wird mit der Side Deck ist. Hä? Jawohl, und ich bekomme viele Münzen, das haben wir gut gemacht. So, aber die Frage, was erwartet alles hier? Ui. Was wird man hier besser gesagt? Was wird Peach heute? Warte mal. Ui! Die Ninja Peach! Uiuiui, okay. Gut. Also, was kannst du machen? Hochspringen und schnell durch die Gegend driften. Sieht da witzig aus, wenn ich so irgendwie, wie sich das die Gegend bewegt. Ja, okay, ist ein Fehler, dass das die Steuerung geht. So. Trotz des Fragens, wo es jetzt weitergeht,
Oder gehst du doch wieder zurück? Man spammt es an richtig random Stellen einfach fest. Okay. Danke für die Steuerung, ich hab's gerallt und ich hasse immer noch diese blöden Wandsprünge. Aber okay, wir sind gerüstet. Auf was auch immer kommen mag. Jawoll, und easy können wir die. Ja, easy! Ah shit, der hat einen entdeckt, das ist ein bisschen ungünstig. Wenigstens bringen die einen noch nicht gleich um. Man sollte halt nur trotzdem aufpassen, am optimalsten halt nicht entdeckt wird, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. So, irgendwas ist hier im hohen Gras. Ein Pokémoner sein! Das wäre so witzig. Einfach random ein Pokémoner sein. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ja, witzig, dass sonst gar nichts hier noch immer instant hinter dem steht. Der hat ein großes Licht. Ey, komm. Wie kann man jetzt eins mit der Wand werden? Dann wird man immer direkt Tops genommen, okay, verstehe. Nein, das war dumm von mir. Ah! Das ist gut. Das ist sehr gut, dann kommt man hier einfach durch. Ja, das war hart dumm. Jetzt will ich hier einfach pennen. So, als rette ich mal. Ob hier machen wir auch mal was. Nee, kann man selbst gar nichts machen. Ist okay, dann machen wir hier halt nichts. Ah. Ja, das war dumm. Wand werden. Wie ging das nochmal? Dann geht halt wieder alles. Aber nach will ich sie unbedingt umbringen. Unbedingt noch die Geldmünzen einsammeln. Ist ja kein 100%, aber wenn irgendwo Geldmünzen sind, die es im Einsammeln gibt, dann werden die eingesammelt. Das erinnert mich sehr an die Nintendo Ninja Strecke. Sehr schön. Ach komm. Warte, irgendwas ist so dumm von mir. So. Was gibt's als Dankeschön? Ich hoffe, einen Stern. Aber wurscht, das tut aus jeden Fall mal die Münzen raus. Schön, das wäre knapp. Wand? Wie wird, ich vergesse immer, wie wird man so noch so Wand? Ja. Irgendwie kommt man noch so Wand werden. Keine Ahnung, warum Wasser dran vorbei ist, am Ende des Tages, weißt du? Ist auch egal. Schön. Ich glaube, das ist ja wichtig, den umzubringen. Ui, ich habe einen Stern verpasst, das ist nicht gut. Was haben wir hier? Konzentration. Sie sind hinter dem Schriftrollen her. Ui, 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 die Schriftrollen gehören mir. Er darf nicht entkommen. Okay, ich bin quasi fast auf der Spur. In meinem schnellen Tempo.
Digga, spring doch. Hä? Hä? Das ist ja witzig, dass er einfach nicht angefangen hat zu springen. Aua. Shit, es hat nicht mehr viel Leben. Das gefällt mir gerade ehrlich gesagt gar nicht. Weil die alle an so unnötigen Stellen verloren. Und jetzt haben wir sein erstes Rift-Rolle wieder, jawohl. Sehr gut. Oh nein, was passiert jetzt? Help me! Ah lol. Jetzt haben wir das. Quasi fast. Komm! Jawohl, und da haben wir ihn. Boom! Das haben wir gut gemacht. Ja. Oh, da fehlen aber einige Sterne. Naja, wurscht. Ich hoffe es, eines Tages. Wir müssen sehen. Schön! Ja, bitteschön. Da haben wir doch die Rollen wiederbekommen und haben jetzt ein paar Sterne. Hier fehlen. Ja gut, da kann man später nochmal nachverbessern. Und noch andere fehlen, muss man der Wert nochmal machen. So, also offscreen Geschichten, die mal zu vervollständigen, wenn man halt irgendwann braucht am Ende des Tages, ne? Fortsetzung folgt, schön. Das war ein schönes Level, sag das Game. Das Game macht wirklich Spaß, das ist cool, macht Spaß, ist wild. Bitte mehr davon. Also ich freue mich richtig drauf, das weiter zu zocken, also es ist wild. Und ab jetzt kommt auch immer wieder täglich ein Part, das wäre echt scheiße mit meiner Capture Card, dass das nicht gefunscht hat, aber wie gesagt, das ändert sich ab jetzt. So, damit haben wir auch das beendet. Und wir konnten mal einen kleinen Ausblick geben, denn im nächsten Part wird es weitergehen mit den Cowgirl in der Wildnis. Also, bis dann, sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!